Roulette Kessel gucken 10.10.2019 live in Darwin-Australia Gewinn 4000 australische Dollar Autor Deserts McKenzie YouTube. Heute ist Donnerstag der 10. Oktober 2019 und es ist jetzt 15.15 Uhr deutscher Zeit. In Australien ist es jetzt 23.15 Uhr späten Abend und heute sind wir aufgrund unvorhergesehener Ereignisse etwas später dran. Trotzdem werden wir heute unser Spiel machen. Ich sage, Disziplin ist alles und so Disziplin gehört auch, dass man seinen obligatorischen Gewinnsbesuch im Casino macht, egal ob man gewinnt oder verliert. Ich will kurz erklären, warum wir heute so spät dran sind, obwohl wir heute im YouTube-Livestream kein Schwein als Zuschauer haben. Sie wissen, im ostdeutschen Sachsen hat es gestern einen etwas merkwürdigen Terroranschlag gegeben und mitbeteiligt soll ein australischer Staatsbürger aus Melbourne sein, der der deutschen Polizei entwischt ist, aber ein Kumpel von dem Attentäter aus Melbourne, der im Januar in Neuseeland einen schweren Anschlag verübt hat, ist. Im Nun haben offenbar die deutschen Behörden alles in Bewegung gesetzt, um den Mann in Australien ausfindig zu machen, da er sich auf dem Rückweg nach Australien befindet, aber jetzt zwischen Melbourne und Darwin liegen 4000 Landkilometer und das hat eben dazu geführt, dass am heutigen Morgen um 7 Uhr ein australisches Sonderkommando der Polizei das Casino Hotel gestürmt hat und unseren Spieler, der ebenfalls aus Sachsen, nämlich aus Leipzig, etwa 30 Kilometer von Halle entfernt stammt, festzunehmen, obwohl er mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Unser Spieler ist Rentner und ehemaliger Polizeibeamter in Leipzig, aber das hat alles nichts genutzt, er wurde erst noch festgesetzt bis zur Klärung einer Angelegenheit. Verdächtig war natürlich auch, dass unser Spieler mit einem nagelneuen in Deutschland gekauften Ferrari nach Australien eingereist ist, und das passt eben nicht so ganz zu australischen Verhältnissen, weshalb man auch klären wollte und musste, ob unser Spieler vielleicht die Sache finanziert haben könnte. Möchte ausdrücklich dazu sagen, nichts aber auch gar nichts ist an der Sache dran und es hat dazu geführt, dass der bekannte Roulette-Millionär Thomas Westerburg sich still und heimlich verdrückt hat, der im gleichen Hotel wohnte und damit rechnen musste, dass er ebenfalls festgenommen werden würde. Thomas Westerburg hat sich zum Flugplatz in Darwin verdünnisiert und ist kurz rüber nach Indonesien geflogen und war jetzt, ist weiß ich nicht. Sie sehen also, was ein im fernen Deutschland verübter Terroranschlag so alles verursachen kann. Die deutsche Polizei hatte offenbar sehr gute und Informationen, dass sich auch Thomas Westerburg in Darwin aufhalten müsste. Nur ist dazu zu sagen, Thomas Westerburg ist Thomas Westerburg und nicht der Sachse Carlo H., für den man ihn vermutet hat. Sie wissen auch und Sie kennen ihn ja alle noch aus den 1990er Jahren aus den deutschen Casinos. Carlo H., ebenfalls ein Roulette-Kessel-Gucken-Millionär, der seinen Namen nur deshalb als der Sachse hat, weil er selbst aus Dresden stammt und 1974 als Stasi-Beauftragter nach West-Berlin flüchtete, dort aber wegen seines sächsischen Dialekts aufgefallen ist, weil in Berlin sächsischer Dialekt völlig unbekannt war. Der Kessel-Gucken-Sachse Carlo ist natürlich 1998 wieder von den Toten auferstanden und lebt seitdem in Südafrika. Ob bei ihm jetzt auch bereits die Polizei vor der Tür steht, das weiß ich nicht. Ich möchte Ihnen dazu noch Folgendes sagen, warum die deutsche Polizei hier so aktiv geworden ist. Der Attentäter von Christchurch, ein Australier aus Melbourne, ist vor wenigen Jahren in München zum Oktoberfest und zum Biertrinken eingereist, wurde aber bereits am Flughafen festgenommen und für etwa eine Woche inhaftiert, da er als Rechtsextremist bereits bekannt war. Ich sage Ihnen hier ganz offen, die Münchner Justiz hat einen ganzen Haufen Dreck am Stecken, nicht weil sie ihn wieder freilassen mussten, sondern aus ganz anderen Gründen, aber das tut hier nicht zur Sache. Natürlich können Sie fragen, warum kommt ein Australier nur zum Biertrinken zum Oktoberfest? Das müssen Sie anders sehen. In Melbourne fliegen während des Oktoberfestes etwa täglich 2 bis 3 Jumbos nach Deutschland in einem 23-stündigen Flug, dann werden die Oktoberfestes-Besuche am Flughafen in München ausgeladen, sofort zum Oktoberfest gefahren, um sich dort volllaufen zu lassen.
Anschließend geht es noch am gleichen Abend bzw. in der Nacht zurück nach Australien, so dass die Besucher einen fast 44-stündigen Flug hinter sich haben, nur um mal 12 Stunden auf dem Oktoberfest Bier zu trinken. Das ist ungefähr so wie bei einem Fußballmatch, da fahren auch nur viele hin, um sich anschließend volllaufen zu lassen. Natürlich ist dieser berüchtigte Australier in diesem Jahr nicht in München auf dem Oktoberfest gewesen, konnte er ja auch gar nicht, er sitzt ja schließlich in Neuseeland in Haft, aber die deutsche Polizei kann es einfach nicht verwinden, dass ihnen in Halle die Täter durch die Lappen gegangen sind. So, das wollte ich nur hier sagen, auch wenn im Livestream sich keine Sau auffällt, ich gebe das ja nochmal als Video ins Internet. Unser Spieler frisch aus der Polizeigewahrsam entlassen, man hat sich sogar bei ihm entschuldigt für die Unannehmlichkeiten, steht jetzt frisch und fromm am Spieltisch und ich habe in den letzten 2 Stunden noch schnell mit der Quantenmechanik ausgerechnet, was wir heute setzen, da die Situation ja heute auch am Spieltisch völlig anders ist und wir nicht ab dem ersten Korps spielen können. Jetzt um 23.15 Uhr australischer Zeit setzen wir 1, 4 mal auf Schwarz, 2, dann 3 Wartekorps und dann setzen wir 3 mal auf Rot, 3, dann 2 Wartekorps und wir setzen 2 mal auf Pair. So, nun warte ich mal eine halbe Stunde, bis unser etwas verstörter Spieler mir eine SMS schickt und mitteilt, wie es ausgegangen ist. Jetzt haben wir gleich 16 Uhr in Australien, ist es Mitternacht 24 Uhr und die SMS ist da, es ist schon komisch, aber wir haben voll gewonnen. Die ersten gesetzten Korps sind gefallen, die 20, die 24, die 28 und die 15. Dann im zweiten Gang sind hintereinander die Korps gefallen, die wir auch gesetzt haben, nämlich die 1, die 18 und die 3. Dann in den Folgekorps, die wir beide gesetzt haben, die 26 und die 14, also beides Pair. Ich hätte nicht gedacht, dass es heute so gut geholfen wird, wir setzen bekanntlich immer mit 500 australischen Dollarstücken und haben somit insgesamt 4000 australischen Dollars gewonnen, das sind umgerechnet etwa 3100 Euro. Damit ist die heutige Sitzung beendet.